schnell datiert, jetzt sind wir schon im vierten Teil. Wir haben den 22. Mai. Ich bin jetzt hier an der Spree und in der Nähe der Oberbornbrücke. Nächstes Ziel, Haltestelle Warschauer Straße. In so einem Hostel war ich noch nie drin. Ist ja hier eine interessante Ecke. Das Haus haben sie aber auch toll bemalt. Die U-Bahn fährt jetzt in den Westteil der Stadt. Bis zum Kurfürstendamm. Die Oberbahnbrücke, die hat zwei Ebenen. Eröffnet wurde die 1896. Die Brücke verbindet zwei Bezirke, und zwar Neukölln mit Friedrichshain. Das ist der Moleküle-Man. Tisch bis zur Haltestelle Warschauer Straße. Das Gebäude im Hintergrund ist neu. Dahinter ist ein riesiges Einkaufscenter. Da gibt es zwei herrliche Aussichtsterrassen auf dem Haus. Habe ich lange nicht mehr gesehen, Trabi. Sieht jetzt nach Regen aus. Zum S-Bahnhof und wir müssen gleich durch den Regen. Hier könnte ich auch mitfahren, ne? Ich glaube, ich fahre lieber mit der S-Bahn. Das ist der S-Bahnhof. Nur hoffentlich richtet das jetzt nicht so lange. Friedrichstraße. Ich glaube, ich bin eine Station zu weit. Ich wollte noch zu den Hackischen Höfen. Jetzt bin ich am Hackschen Markt. Der Regen hat aufgehört. Gehe ich jetzt mal rüber zu den Höfen. Da ist ja schon der Eingang da drüben. Da gucke ich mal kurz rein. Da sind ja ganz viele so eine Höfe. Sehr interessant, aber da brauchen wir länger für. Der Hinterhof, wo ich jetzt reingehe, der ist ein bisschen bunter.
Da musste ich ein bisschen warten, das war so voll. Da waren Schulklassen drin, aber jetzt sind sie wieder weg. Weiter hinten durch gibt es ein Kino. Gibt es unter anderem eine Blindenwerkstatt. Und ein Monsterkabinett. Ja. Ich glaube, da faucht ein Drache. Weil es alles gibt. Da gibt es so ein kleines Filmtheater. Kino Zentral. Na, viele Filme laufen da nur in Englisch. Acto Black wird da gespielt. Oder Max und die Wilde Sieben. Schon interessant, aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ist das eine Tapete oder ist das gemalt? Die hat man nicht auch und genug. Na, ich muss die Kamera ausmachen. Sollte man mal raufgehen, sehr interessant. Bin ich jetzt schon wieder auf der Rosenthaler Straße. Rechts der Ecke rum ist die Oranienburger Straße. Die neue Synagoge ist gut bewacht. Das ist ein ehemaliger Postgebäude. Ich weiß ja nicht, was da heute drin ist. Das ist das Forum an der Museumsinsel. Der nächste Weg führt mich jetzt zum Bodemuseum. Der wird ja zurzeit eine Menge umgebaut.
hier auf der Ecke, wo das Bode-Museum ist, noch nicht so. Denke ich immer an diese große Goldmünze, die sie hier gestohlen haben. Die Figur heißt Hector Köpf. Ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ja, schon das Innenleben von dem Museum. Stehen ja am Eingang riesige Plastiken. Sieht aus wie so ein kleines Schlösschen. Ah, die Spree ist viel befahren. Das ist ein Museum für islamische Kunst. Hier wird alles total umgebaut, das Pergamon-Museum. Es wird ja für die ganze Zeit geschlossen. Am schönsten auf der Museumsinsel finde ich die alte Nationalgalerie. Ach, ist der Teil wieder zu Ende? Ja dann, die brauchen noch den nächsten.